Hallo, willkommen zu einem neuen Teil meines Bioshock Playthroughs. Im letzten Part ist Atlas Familie gestorben, wegen Andrew Ryan. Ja, wir müssen uns an Andrew Ryan rächen. Ich bin gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Du redest... Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Okay, Andrew Ryan redet irgendwie totale Scheiße. Und deswegen müssen wir uns an ihm rächen. Ach ja, und weil er Atlas Familie umgebracht hat. So, wir zerschlagen das Schloss. Und sind in Arcadia. Solche Rätsel kennen wir alle aus The Legend of Zelda, oder? So. Kontaktminen. Können wir gut für Big Daddies oder sowas. Eine Leiche. Überall liegen irgendwie Leichen rum. Waffenkammer. So, okay, gehen wir wieder raus. So, mehr ist hier in diesem... Ich mag Arcadia übrigens, also das Level mag ich nicht, weil das... Da verirrt man sich wirklich leicht, das ist wirklich wie im Urwald. Aber so, es gibt schon ein paar coole Szenen, ihr werdet sie vielleicht sogar heute noch sehen. Mal schauen. So. Ich habe ziemlich viel Munition bei, also offscreen verbraucht bei Big Daddy's, weil ich Geld gebraucht habe. Hä? Egal, kümmern wir uns später drum. Kannst du mir helfen, Mann? Zuerst müssen wir... Ja, gleich, ich komme gleich um dir zu helfen. Betrunken. Ja, gleich. Kein Stress, weil hier ist ein Audi-Tagebuch. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Naja, schon. Oh, Süße. Ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mal zu träumen. Komm hier. Was Drogen aus Menschen machen. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Tiger. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Tiergarten. Okay. Ja, okay. Nachdem ich diese Audio-Tagebuch gehört habe. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum.
Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Okay, Adam forschen eben. Sie sind überall! Ahaha, Schnappschuss. Und zwar sind das Houdini-Splicer. Die wollen mich nur verarschen. Hört da schon. Ihr werdet gleich sehen, was ihre Power bewirkt und so. Und weg ist er. Hey, wo ist er? Wo ist er hin? Wow. Er ist unsichtbar. Okay. Zigaretten und Drogen und Alkoholkonsum, alles zusammen in Bioshock. Wir sind ein echter Junkie. Hey, bleib hier. Und weg ist er. Hier. Die Maske kommt mir verdächtig vor. Oh. Oh mein Gott. Hallo, Stoppel. Und weg. Er ist einfach so zerfallen. Und wieder weg. So. So, wo ist er? Wow! So. Gegen alles Blaster ist immer Antipersonenmunition sehr gut. Haben alle eine Schwäche dagegen. Naja, hier ist ein Audi-Tagebuch. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. So. Okay, wir müssen also zur Tauchkuppel und uns an Ryan zu rächen. Oh. So. Okay, die können wir nicht mehr fotografieren. Er schießt auf uns. Oh, da oben. Ach komm, den kümmern wir uns gleich. So. Mann, überall ist Blaster, das gibt's doch nicht. Fotografieren wir zuerst, bevor wir es hacken. Weil wenn es gut ist, können wir es nicht mehr fotografieren, weil es ziemlich gut gesinnt ist. So, fertig gehackt. Jetzt sind wir noch da oben im Schacht noch. Da ist jetzt der Typ. So, runtergefallen. Da unten waren wir vorhin, wo im Teegarten. Naja, die Zeit ist auch schon rum. Nur, der hat seinen Fuß vertreten. Naja, nächstes Mal
bekommen wir vielleicht schon auf dieser Welt hinaus, wer weiß. Also zu Tabu. Also, bis zum nächsten Mal. Thank you.